Wenn Viego einen Support übernimmt, der Minions scheren kann, dann bekommt dein Team auch das Gold. Was passiert, wenn Viego jemand übernimmt, der nur einen Keil-Stack noch hat und das auslöst? Was meinst du mit Keil-Stack? Was heißt das? Er meint Kall. Ach so. Er sollte proccen, oder? Obwohl. Sollte das? Ich würde sagen, ja. Aber I don't know. Hat bestimmt jemand getestet von Dirt oder sowas. Ich würde sagen, sollte proccen. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Das musst du googeln. Kall-Interaktion mit Viego. Was passiert, wenn Viego jemand übernimmt, der von Pike einen Kill geschert bekommen hat? Dann kriegt er auch den Stack, oder? Kann er den dann auslösen? Bevor du tötest jemanden, der gerade von Pike einen Kill bekommen hat, und dann übernimmst du ihn, während er noch nicht den Stack eingecashed hat. Kriegst du dann auch das Gold? Danke dir, Masos Cruz. Ja, für den Sub, Mate. Twitch Prime sei mein. Oh, warte, ist gar nicht Twitch Prime. Vielen Dank für die 6 Monate im Voraus. Yo, welcome, Mate. Danke dir, Mann. Ist heute keine LEC? Doch, klar. Heute ist LEC so wie immer am Freitag um 18 Uhr. Man kann doch allgemein kein Items aktivieren als Viego. Okay, das heißt, das würde nicht gehen mit Palkia, ja? Aber Kall ist ja nichts, musst du ja nicht aktivieren. Also würde das dann gehen? Das weiß ich nicht, honestly. Das müssten wir herausfinden. Viego Kall Interaction. Aber gibt einfach einen Reddit-Thread und einfach keine Antwort drauf. Von daher, bitter. Müsst ihr suchen, Leute, müsst ihr suchen. Habe ich auch noch nie gesehen. Ist auch wirklich ein seltenes Szenario, aber wenn es vorkommt, wäre es ja potenziell insane. Vielleicht kommt es ja dieses Game vor: Gangplank wird Kall kaufen und dann bam. Wird er gestackt. Dann wird er einfach weggesteckt. Weggesteckt. Das heißt, insane, so viel ist es auch nicht. 350 Gold for free, lieber. 351 Gold for free. Das meinst du, das ist nicht viel. Also, wenn ich in jedem Game 351 Gold for free kriegen würde, dann wäre ich sehr glücklich. Dann wäre ich wirklich sehr, sehr glücklich. Aber wenn du dazu Nein sagst, dann bitte lastet nie wieder deine Kenne-Minion. Ich danke dir, Damage Jera. Vielen Dank für deinen Submann. Danke dir. Vielen Dank, mein Dude. Für die Schwangerschaft. Hey, dank dir bin ich in TFT jetzt viel besser und bin schon ein paar Ligen aufgestiegen. Ey, wirklich in TFT? Ich meine, ich bin zwar vielleicht ganz bisschen educational in TFT, aber nicht wirklich. Ich bin auch echt schlecht in dem Game vielleicht zu League of Legends. Weil ich bin ja ein Platin-TFT-Spieler. Ich bin ein Challenger League of Legends-Spieler. Aber ey, wenn du in TFT was lernen konntest, auch geil. I'll take it. Aber dann würde ich dir raten, dich in Zukunft in Richtung Johnny und Solo-Gesang zu orientieren. Das sind zwei sehr, sehr geile deutsche Streamer, die extrem gut in TFT sind, beziehungsweise auch echt educational. Johnny hat ja so ein insanes Guide rausgehauen. Und Solo-Gesang ist ja so oder so international sogar die Anlaufadresse für sein Tierlist-Spreadsheet. Ach so, zwei extrem geile TFT-Educational-Streamer. Teugen, willst du mich heiraten, bitte? Nee, danke, nein, Mate. Aber danke für das Angebot. Father.
Ja, moin Lit Fischi, ich grüße dich, Mate. Welcome to Summoner's Rift, little Rue. None of them ever had a chance. Magst du Sucuk? Ich weiß nicht mal ganz genau, was es ist. Ist das nicht diese türkische Wurst? Lass mich googeln. Eine kräftig gewürzte Rohwurst aus Rind und Kalbfleisch. Nee, klingt nicht geil. Ich esse allgemein relativ. Also ich esse jetzt weniger Fleisch als je zuvor. Und wenn ich Fleisch esse, dann ist es eigentlich meistens Huhn. Oder generell Geflügel. Aber ab und zu esse ich auch noch Rindfleisch, wenn ich irgendwie so einen geilen Burger esse, aber eher selten. Oder bei so einer Wurst sehe ich mich eher überhaupt nicht. Weil das schmeckt mir nicht so geil. Ours is the land of magic, and that is worth dying for. Er gewinnt Level 1 und auch danach, er spielt wahrscheinlich einen sehr aggressiven GP. Mit Ignite im Early Game muss er ja auch. Guck mal, erinnert euch noch, wir haben einfach 2,9 Base Region. Und mit Arthas hatten wir 0,9 auf Level 3. Mit Rhea haben wir 2,9 auf Level 1. Einfach geil. Ja, Gentle dominiert normalerweise immer das Early Game und danach kann die Rhea einfach zurückschlagen, einfach Pyrrhic Scepter. Bis dahin müssen wir wohl oder übel ein bisschen leiden. Such is life. Wenn wir nicht gedived werden. Man kann auf Rhea auf Level 2 einfach W skillen, dann ist es eigentlich unmöglich gedived zu werden. Weil man E und W hat. Mal sehen, was wir machen müssen. Step with me. Ja, die Ignite. Muss ein bisschen aufpassen, eigentlich demnächst Recon und TP'en. Er muss mich jetzt einmal töten, sonst ist das Game für ihn sehr hart. I am the great river, flowing where I please. Oh fuck. Nicht tot, aber auf mein Vego hier. Oh mein Gott, auf Plates. Aber so hart. Aber so hart hops genommen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das Twitch-Chat? Einfach sexy. Das war doch geil, oder? Hat das gefallen, Twitch-Chat? Sag ich. Freekill meinem Jaina donated. Gameplay komplett auf Plate. Und ich fühle mich jetzt erotisch sexy und einfach geil fühle ich mich. Geil ist das nämlich. So, jetzt können wir eigentlich relativ straight into Blade gehen. Ich glaube, ich gehe sogar einen Dagger. Da tippe ich noch nicht zur Lane. Vielleicht bounce das oder so. Er hat sich jetzt sogar einen Ruby-Küste gekauft. Oh yeah. Sind sie nicht auf Lane mit unserem Jungler? Ne, Splash W! Oh, sind wir jetzt ausgelaufen? Ah, trotzdem Kill bekommen, geil. Und einfach die Wave von uns reinbouncen lassen und dann sind wir am Chillen. What? Wie zur Hölle war das auf Gangplank drauf, die Q, nicht auf den Minion. Bin so verwirrt.
Nice. Also ein bisschen mit die Pietwatische spielen. Wenn es auch Sustain in Base, TP muss wahrscheinlich auch recallen. Wir haben 2 Minutes immer noch mehr als er. Schaut nicht mehr lange, dann ist er outscaled. Aber mir gefällt, wie TP spielt. Er spielt das Matchup sehr aggressiv. Auf jeden Fall noch nicht das erste Mal gegen Gangplank gespielt. Macht das wirklich noch bad, habe ich schon gegen deutlich schlechtere Gangplanks gearbeitet. Aber auch seine Zeit wird bald sein Ende finden. Bin ja trotzdem immer noch vorne und ja, wir haben einen 3-0 Jungler. Er mit jetzt hier auch den Cannon-Minion und ich bin gleich Level 6 und hat er keinen Flash und dann sollte ich ihn töten können. Danke dir, Bill Lavo, für deinen Sub. Vielen Dank, Mann. Willkommen. Danke dir, Bro. Vielen Dank für deinen Support, my dude. Ach, nice. Na, okay, leider nicht die Kills, aber meine Ult war nice auf beide. Muss ich ein bisschen um ihn herum kiten, um seine Ult, um Gangplank-Ult, weil er mich ignited. Aber spielt keine große Rolle. War ein guter Play. Ich mach's den Sau gespottet, der jumpt dann über die Wand. Game ist ziemlich zu Ende für den Gangplank. Er hatte seine Zeit. Hat er ganz okay verwertet, sind wir ehrlich. Er hat nicht schlecht gespielt. Ah, ich glaube, er sollte Recoin, kein Plate nehmen. Actually. Ich hab mein Item nicht in Base, ich will kein Recurve Po haben, ich will Pickaxe. Ja, aber jetzt der Typ ist 5-0. Wir haben ihm den ersten Kill donated, jetzt nochmal mit ihm 2 Kills donated oder halt ein. Den Vego-Kill hat er sich durchaus selbst erarbeitet. Aber er sollte jetzt einfach komplett von mir reinmachen können. Mein Jungler. Ich hasse, dass man in der Base so lange warten muss für Mana, es dauert so lange. Ich muss einfach so viel schneller aus der Base raus, weil er einfach nicht auf Mana warten musste. Legit. Ich bin 5 Sekunden früher da und 3 Sekunden später raus. Ey, danke dir, Bilavo 007 für dein Twitch Prime. Es sei mein. Danke dir, Bro. Eine Poki-Shockwave? Eine Poki, wie auch immer Katharinas Ult heißt. Lotus of Death oder so bestimmt. Oh, das ist nicht gut. Er wurde gerade gesolo-killed? Er hatte Blade! Wie wurde er gerade gesolo-killed von einem Iron Spike Whip, Longsword, Longsword? Ja, er pinkt das auch gerade selbst. Aber wie? Er muss gesmited worden sein, um selbst gesmited zu haben, oder was? Wie kann das verlieren? Er war 5-0. Mit Blade. Er war 5-0 mit Blade. Das ist schon mal blöd. Der Abtausch hier oben. Auf ihn raufflasht auf meine Ult, um Conqueror durchzustacken und ihn zu töten. Aber holy fuck. Das war irgendwie weird. Es war einfach keiner nice, dass er rausgeflasht ist, at least für mich. Haben wir keine Honey für mich? Oh, das ist nicht so geil. Dieses verdammte Ignite hat er nicht mal benutzt, oder? Das war nur die hier Reduction. Na, ich bin gleich wieder voll HP. What? Das hat mich getroffen? Da muss ich kurz warten. Weil mich so auf Plates, aber ich bin trotzdem einfach tot, no? Einfach dead. What? Er hat mich so auf Plates, dass mich das Blur getroffen hat. What? Ich schwör's euch. Es ist einfach so viel härter, top zu spielen, wenn einer von beiden Ignite hat und der andere nicht. Es ist einfach so viel Kill-Pressure die ganze Zeit für den Ignite-Spieler. Dass man sich immer wieder fragt, warum spielt man TP? Und man fühlt sich immer so dumm, wenn man TP spielt. Man fühlt sich immer dumm. Noch kein Game in letzter Vergangenheit, wo ich mir so gedacht habe, Alter, TP war richtig sexy, dieses Game.
Ich bin immer dumm gefühlt, wenn ich ignited werde und TP selbst spiele. Weil es dann das ganze Game sich nicht ändert. Ich werde das ganze Game diese Ignite-Pressure auf meinem Kopf haben. Das ist schon sehr, sehr scheiße. Aber naja, unabhängig vom Ignite war das erste Bird das Wichtige, dass mich das getroffen hat. Sonst hätte ich mich auf der Wave einfach vor der Spiel hielen können. Aber, well, I entered it. Dann werde ich einfach ignited. Und dann ist mein ganzes Outplay von den letzten paar Minuten einfach egal. Ein 60% Hero Reduction plus so für True Damage ist einfach too much für meinen Champion. Das ist schon irgendwie seltsam. Naja. Ich würde jetzt gerne jetzt gegen Gangplank lane, ich bin auf Power Spike. The Mountain we go. Hört sich das mit TP auch in Competitive so an? Ja. In manchen Matchups ja. Aber den meisten Competitive Matchups, in denen du TP spielst und Ignite brauchst, spielst du einfach TP Ignite. Was? Go mit? What? Oh mein Gott. Alright. Harold, wir Mitte so viel wichtiger. Und I don't know, warum die auf meinem Power Spike bin ich erlauben, meine Lane zu spielen, aber. Jetzt sucks. Dann nehmen wir jetzt aber den Turret, wenn es geht, alleine. Ja, das können sie in jeder Lane machen, so fett wie sie sind. Doesn't matter, es geht um Harold. Er ist leider sogar gestorben. Ja, man kriegt zwei Plätze Mitte. Na, wenn es einfach Mitte machen soll, einfach Mitte in Harold beschwören und dann können wir dafür fighten. Warte, dies, warte, dies. Vielleicht werden wir Harold oder so Mitte beschwören. Mitte, weil der vielleicht auch für, einfach für ein Zeichen Turret. Jetzt kommt er wieder Mitte gelaufen, naja, so, der will mir nur auf die Eier gehen, kann das sein? I mean. Viel Spaß, Matt. Ey, nein, dir ist Score Shape für deinen Zapfen, hat man. Nagoran Fabiox Chidori. 1000 Vögel. Danke dir, Bro. Ist a bit running it down, dieser Yasuo. Just a bit. Wenn sein Harold im Inventar ausläuft, dann werde ich unglücklich mit ihm. Was? Er ist auf den Sau geresettet, der Harold. Was? Der ist out, der kommt, resettet auf ihn, weil er hier dran ist, dann resettet er. Ich krieg keinen Reset, keine Lebenspunkte und keine Q. That shit is wild. Ja, wo ich Hops genommen vom Gromp und sein sauer fährt an die. Not gut. Da geh ich Shieldboot dieses Game, oder? Ich kann mal Triforce Area Game spielen, habe ich noch nie gespielt. Seit Monaten nicht. Aber hör auf, so OP zu sein! Wieso ist er so stark? Hä? Ignite ist so overpowered oder was? Ich kann nie was machen. Hä?
Ich bin immer nutzlos, wenn ich keine Ignite selbst spiele. Er hat keine Items die gesamte Zeit. Ich bin immer nutzlos. Warum spiele ich auch Ignite? Oh, ich muss. Warte, die Hälfte True Damage. Er macht die Hälfte True Damage. Wir haben ihn so outplayed und es ist so irrelevant in dem Early Game, weil ich einfach immer ignited werde. Ich gebe ich nichts. Honestly, ich hasse es. Es ist so nutzlos. Der Drecks-Summoner-Spell ist so nutzlos. Normalerweise könnte man auf die Minions dashen und einfach auf Full HP healen, aber nein, ich bin ignited. Es ist so stupid. Warum zur Hölle tue ich mir das immer wieder an? Ich habe es schon so häufig gesagt. Fucking nutzlos die Fiends, diesen Zweifels. Dann gehe ich die Drohne trotzdem mal wieder oder den fucking Summoner Spell, I don't know. Ich könnte auch Cleanse spielen, honestly. True. Eine Kacke cleansen. Das ist so annoying. My guard is never down. Of course I can fight. I grew up with four symbols. Und ich nehme Combo da mit den Minions und auf ihn rauf. Schön locker in der Backline. Das ist echt nice. Nicht töten, jetzt töten. Rip. Ja, wahrscheinlich wäre Shippo einfach trotzdem besser, also einfach besser als Triforce. Besser, angenehmerer Bildpath. Oh ja, das ist einfach 0-1-0 und Shutdown. Ich bin 1-4. Ja, tatsächlich, ja, get me out. Get me out of this one. Ist ja so wild, dieses Game. Krasse Teleport. Aber TP ist halt fürs Early Game irgendwie trotzdem wichtig gegen GP, aber danach bin ich trotzdem so einfach so outscaled. Das shit ist schon wild. Das sind die vielen Doppeltötungsass-Engel. Dann will er sich healen einfach, what? Nein, der zweite ist ein Sau, der ist Turbo overpowered, den kann ich niemals fighten. Bin da sogar on Vision. Oh, wer läuft jetzt hier nach vorne? Ich bin einfach fucked. Der Stance, Gorging, Gatabis und Double Cloth Armor. Ja, der ist ein bisschen sehr, sehr stark. Give them an inch, they'll take a kingdom. Ich hab keinen Bock mehr, ich werde einfach sterben. Ich hab's verdient. Warum ist der so Level 13 jetzt? Hä? Endet bitte einfach das Game. Just get me out. Just end, I don't wanna do this. Can you guys please end? Kannst du Rico nochmal canceln? Squeedy. Ah, ja, so ist's. Total gut. Nein. Ist End. Okay. It could be really bad now. Oh no. Fine, it's fine, don't worry about it. Er hat jetzt Heilbreaker fertig. Er ist ja so OP. Do we
Den Snash kriegen. Das Game lost, aber kriegt er nicht. Okay. Soll ich auch Heilbreaker kaufen? Er ist so overpowered, weil er Ignite spielt. It's not even kidding. Ich krieg jetzt fast Death's Dance von, aber ich glaube, ich sollte versuchen, ein bisschen mehr Leben aufzubauen. Remember what's been lost. Fight for what hasn't been. Was sagt deine Körpersprache? Ah. Der Ward ist halt schon sexy, ne? Aber wir haben leider kein TP rechtzeitig ab. Ey, wenn ich die Leiter wieder verliere, ist einfach hart. Ich kann nicht spielen. Impossible. I won these! Nein, ich krieg den Solo-Kill. Ha! Meins! Solo-Kill, Solo-Kill, Solo-Kill. Ich wurde nicht ignited, ich hab gewonnen. Ohne Ignite playable, mit Ignite lost, ohne Ignite winnable. Das ist legit einfach ein Fakt. Wenn ich ignited worden wäre, wär's doomed, aber... So ist Solo-Kill. Solo-Kill. Ich hab dafür geflasht. Flash gewastet, aber ich musste den Punkt klarstellen. Gegenüber Twitch-Chat. Ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Drecksignite Summoner Spell, Alter. Meine Fresse, Junge. This is my power! Anyway, wir können es relativ simpel enden eigentlich. Einfach Tarik ulten und Nexus nehmen. Da war straight im GP, ein Ding so sehen nur drin. Nice, Team. Don't get Fanta, don't get Fanta. Finish fast. Nice. GGGG. Ah, wir haben ihn so hops genommen, den GP, aber dann hat er mich hops genommen. Indem er seinen F-Button richtig tief auf mich durchgedrückt hat. Aber überpellt an ihn. Hat er trotzdem mechanisch echt gut gespielt. Wie gesagt, es war einer von wenigen Gangplanks, die im Early Game super aggressiv gearbeitet haben. Weil die meisten Spiels machen das einfach nicht. Die meisten Spiels im Early Game sind halt einfach turbo passive. Und das gegen Ray hat ein riesiger Nachteil, wenn du das wärst. Aber der Gangplank hat es echt nicht bad gemacht. Gerade hier im Early Game. Warte, warum läuft es? Achso, es läuft. Okay. Super aggressiv dabei und genauso sollte er es auch spielen. Jedes Mal. Dann traden wir. Und noch Planer unterm Turm, aber hier wieder. Dann, aufgrund von Ignite war es halt turbo close. Normalerweise, wenn wir jetzt auf Recon TP'en, wären wir niemals in der Reichweite dazu sterben, könnten die Wave mit Q farmen. Aber jetzt er denkt halt, er kann mich Flash Q'en und bam. Ich bereite mein E vor, block das und dann. Es ist halt so ein Silbertablett für den Viego. So hops genommen, halt. Wir haben ihn im Hölle-Game halt wirklich hops genommen. Nicht nur hier, sondern auch bei dem Level 6-Play jetzt. Wo der Sensao da ist. Mein Viego ist straight 3-0. Wir sehen, der Sensao bei meinem Ward, dann kommt er rüber gejumpt, cleart mein Ward, der Sensao, dann recallt er da. Und dann bam. Ich treffe eine schöne Double Ult und nehme den Fight. Gameplay ignited, ultet wieder. Fucking lästig, aber Double Kill für Viego. Eigentlich ist das Game hier zu Ende, aber dann tötet er mich einfach. Er tötet mich einfach. Schon wild. Ah, es ist zu wild. Es ist zu wild. Dieses dreckige Ignite. Just burn to the ground einfach. Das ist einfach crazy. Aber Petanin hat trotzdem gut mechanisch und vor allem aggressionstechnisch.